Hallo meine Lieben, heute gibt es ein wahnsinnig geniales Ostermenü und zwar super leicht, lecker und einfach zubereitet. Gebratenen Zander mit frischen Spargel und Salzkartoffeln, dazu noch eine selbstgemachte Sauce Hollandaise, das ist bap, 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 bap. Also mega lecker, macht es auf jeden Fall nach und viel Spaß beim Video. Folgende AMC-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Wir haben hier einmal unseren Navigenio, den 3,5-Liter-Topf, dann unseren Kombi-Gar-Einsatz, das ist der hier mit den Löchern unten drin, unseren Easy-Quick haben wir hier und einen Audiotherm. So, fürs Zanderfilet brauchen wir die große 28er Hotpan mit dem Audiotherm und für die Sauce Hollandaise haben wir hier unsere geniale Sauteuse natürlich. Von den Lebensmitteln her haben wir hier viermal Zanderfilet, da nimmt ruhig ein bisschen mehr, wenn ihr für vier Personen das kocht, dann ein bisschen Knoblauch habe ich noch, Spargel machen wir frischen noch mit dazu, einen Schuss Wasser brauchen wir, ein bisschen Mehl brauchen wir, drei Popo frische Eier, 250 Gramm Butter, eine frische Zitrone, circa so 800 Gramm bis so ein Kilo, dann ein bisschen frische Petersilie, Pfeffer, Salz und Balsamico-Essig, wenn ihr ihn habt. Wenn ihr ihn nicht habt, dann könnt ihr auch einfach ein bisschen mehr Zitrone nehmen. So, und wir legen jetzt los mit dem Schnibbeln und dann geht's richtig ab. So, die etwas größeren Kartoffeln werden wir nochmal halbieren. Das muss ungefähr zum Spargel passen. Ich denke, das ist logisch, wenn ihr einen sehr, sehr dicken Spargel habt, dann macht die Kartoffeln auch nicht zu klein, wenn er ein bisschen dünner ist, so wie wir ihn heute haben, denn es ist noch nicht so 100% die Spargelsaison, dann macht die Kartoffeln ein bisschen kleiner. Und dann geben wir uns das Ganze schön in unsere Schale rein. Seid nicht sparsam beim Schälen, weil ich glaube, keiner mag diese holzigen Enden oder nachher dieses faserige im Mund. Also gutes Stück vom Ende abschneiden und wirklich gut ordentlich schälen. So, und wir geben uns jetzt alles hier rein. Und zwar kommt als allererstes hier ein Glas Wasser in den Topf rein, dann die Kartoffeln oben drüber auf den Gareinsatz, kommt dann der Spargel nochmal. So, ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr reinmachen, das spielt hier eigentlich keine Rolle. Jetzt nehmen wir unseren Easy Quick und den setzen wir oben drauf. Der ist nicht wie der Seco Quick, dass man den verriegeln muss. Also man kann den auch jederzeit wieder hoch machen. Also eine ganz andere Variante des Kochens nochmal. Und der ist super genial, weil der Dampfgart genau bei 98 Grad das Ganze und vom Geschmack her ist dadurch ein bombastischer Unterschied. Einfach hier bei der Navigenio auf letzte Stufe, auf Automatik. Dann drücke ich einmal drauf auf den Pieper, damit der angeht. Wenn ich nochmal drauf drücke, habe ich hier Fleisch zum Braten. 60 Grad oder zum Dampfgaren und ich möchte Dampfgaren und ich gehe einfach auf 7 Minuten runter. Der Dampfgart ist jetzt 7 Minuten, der fängt an blau zu blinken, so wie ihr es seht und da braucht ihr nichts mehr machen. In der Zeit werden wir uns die Sauce Hollandaise machen. Ach ja, hier mit dem Spargel zum Beispiel. Wenn ihr jetzt nur Spargel macht, könnt ihr das ganz toll, anstatt Wasser unten reinzumachen, schön Spargelstreifen reinmachen, ganz bisschen Wasser nur und dann dampft das im Spargel und das könnt ihr nachher ja für eine Soße zum Beispiel verwenden oder für eine Spargelcremesuppe als Sud unglaublich gut verwenden. Ja? Also nicht unbedingt wegschmeißen, bloß heute bei uns Variante brauchen wir es nicht. Wir machen jetzt weiter mit unserer Sauce Hollandaise und da bringen wir jetzt ein bisschen Balsamico-Essig ins Spiel. Ihr könnt auch normal nur Zitrone nehmen, aber ich finde, der ist vom Geschmack her einfach noch mal schöner und den geben wir uns da jetzt ein bisschen rein und lassen den kurz reduzieren. Und dann geben wir uns das Eigelb mit dazu. Wichtig ist, es muss einmal ein bisschen abgekühlt sein, nicht, dass das Ei stockt nachher. Jetzt geben wir uns die Butter Stückchen für Stückchen mit dazu. Und ja, jetzt haben wir hier schon die cremige Konsistenz. Genauso soll es sein und es wird super fantastisch schmecken. Das Ganze kann man dann nochmal mit ein bisschen Zitrone abschmecken. Und so einfach ist eine selbstgemachte Sauce Hollandaise. So, wir probieren mal. Ach, das ist immer der schönste Teil. Und genau das ist es. Sie können auch weißen Pfeffer nehmen. Eigentlich nimmt man immer weißen Pfeffer dann zu einer hellen Soße und hellen Pfeffer. Aber so sieht man, dass sie selbst gemacht ist. Und ich finde braunen Pfeffer oder schwarzen Pfeffer viel intensiver vom Geschmack her. Das ist wahnsinnig lecker, genial. So, und wir werden jetzt uns die Pfanne heiß machen. Heute mal nicht auf einer Navigenio, sondern auf dem
Induktionsherd. Und da solltet ihr drauf achten, ich schalte nicht immer auf volle Pulle, also nie auf Boost gehen, ja, oder Power gehen. Und ich würde auch nicht auf Stufe 9, sondern ich würde auf Stufe 8 ungefähr machen. Ja? Und dann ist die Pfanne nicht so richtig extrem schnell heiß und die Hitze verteilt sich einfach besser. Und es ist super simpel, einfach beim Audiotherm oben einmal draufdrücken, dann geht er an. Wenn ihr nochmal drauf drückt, dann habt ihr das Fleischsymbol hier und der ruft uns gleich, wenn das Fleisch fertig ist. Das Gemüse oder unser Spargel ist jetzt auch in einer Minute fertig. Das Schöne ist, der hat hier so einen Warmhaltemodus, der fährt dann selber von der Temperatur runter und hält einfach 60 Grad, bis ihr essen wollt. Also mega unkompliziert, kein Stress, macht alles in Ruhe fertig und dieses Gericht ist einfach mega schnell fertig. Der Pieper ruft uns, wir können ihn abnehmen. Hier gehe ich von Stufe 8 auf Stufe 5 runter. Das ist wichtig, also nicht bei der hohen Temperatur bleiben. Und jetzt brauchen wir ein ganz bisschen Öl. So, wo habe ich ihn? Hier. So, dass der Boden gut benetzt ist und dann braten wir uns einen Zander an. Und da ist wichtig, lass den ruhig ein bisschen liegen, bis der unten schön knusprig ist und dann erst wenden. Und dazu geben wir uns schön Knoblauch noch mit dazu. Mega. Mein Lieben, der ist super zart, trotzdem knusprig, nicht auseinandergeflogen, mega vom Geschmack her. Unbedingt nachmachen, ja? Also ich liebe das einfach, dass wir immer was Neues ausprobieren. Vergesst uns nicht, einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr unsere Videos feiert. Besucht uns unbedingt mal auf unsere Social Media Kanäle wie Facebook. Da haben wir eine eigene Gruppe, die heißt Koch dich happy, AMC-Rezepte zum Nachkochen. Ja, über 6000 Gleichgesinnte, Wahnsinn, was da für eine Aktivität ist, da unbedingt besuchen. Und Instagram ist ganz wichtig, da tut sich momentan ganz, ganz viel. Wir verlinken euch das alles in der Infobox auch nochmal. Und das Allerwichtigste ist aber unsere Rezepte-Community. Kochen mit AMC.info, da habt ihr so die geballte Ladung AMC. Unsere Videos, eure Videos sind da drin, so alles zusammen im Endeffekt. So, wir sehen uns jeden Donnerstag um 18 Uhr, meine Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.